Das G27 ist ein durchschlagskräftiges, schweres Sturmgewehr der Bundeswehr, das den Waffenmix der Infanteriegruppe erheblich verstärkt. Mit dem Reflexvisier lassen sich Ziele in kurzer Entfernung zügig erfassen. Das Zielfernrohr mit vierfacher Vergrößerung ist ideal, um auch auf größere Entfernung präzise zu treffen. Dank des Sturmgriffs und der Option auf Dauerfeuer kann auch auf plötzlich auftretenden Feind reagiert werden. In ihrer Stellung nutzen die Soldatinnen und Soldaten für die größte Zielgenauigkeit das höhenverstellbare Zweibein. Wir haben pro Infanteriegruppe standardmäßig ein G27, also einen DMR-Schützen. Er bietet uns als Gruppenführer ein gutes Auge, also wir können gute Aufklärungsergebnisse damit erlangen und haben dementsprechend auf größere Entfernung die Möglichkeit, hier präzise zu bekämpfen. Mit einem Kaliber von 7,62 mm hat das Gewehr eine größere Reichweite als das G36. Dafür ist es aber auch länger und schwerer. Wenn wir jetzt als Infanteriegruppe im Angriff sind, wir kämpfen meistens auf geringere Entfernungen als 600 Meter. Deswegen ist es zielführender halt hier wie beim G36, optimale Kampfentfernung bis 300, das reicht normalerweise aus. Das G27 ist bei den Soldatinnen und Soldaten auch beliebt, weil es sich komplett individualisieren lässt. Ich kann einmal das mechanische Visier hier verstellen, genauso wie meine Visiereinrichtung ebenfalls. Wir haben hier noch die Schulterstütze, die wir auch auf uns einstellen können von der Länge. Manche Schützen sind ein bisschen größer, manche sind halt dementsprechend ein bisschen kleiner. Ich kann die Waffe wirklich wie einen maßgeschneiderten Anzug auf den Schützen zuschneiden. Ich kann das Zweibein einbringen, muss ich aber auch nicht. Ich kann einen ganz normalen Sturmgriff anbauen. Letztendlich obliegt das alles dem Schützen. Er hat halt seinen Auftrag, den muss er bestmöglich wahrnehmen können und das kann jeder auf eine andere Art und Weise gut.